Wir sind auferstanden und der nächste Tag beginnt. Dieser kleine Punkt hier vorne, das ist eine Zecke. Den werde ich jetzt entfernen. Das ist, glaube ich, die erste Zecke von dieser gesamten Tour. Jawohl, die Zecke ist draußen. So, du gehst dir jetzt einen Karton besorgen. Ja. Was machst du damit? Das, was ich alles an viel zu viel unnötigem Gewicht mit habe, und das ist sehr viel, nach Hause wegschicken, damit wir schneller vorwärts kommen und ich nicht so viel Gewicht habe zum Tragen. Das heißt, wir können noch viel mehr unsere Füße kaputt machen. Mit mehr Kilometer und so weiter pro Tag. Ja, genau so. Das hört sich gut an. Du hast ein bisschen zu viel eingepackt. Ich habe ein bisschen das unterschätzt, wie viel Gewicht gewisse Sachen haben, ja, auf Dauer. Das ist ein richtiger Anfängerfehler. Ja, Fakt. Na, hast du einen ordentlichen Karton besorgt? Einen stabilen, ordentlichen Karton. Mal gucken, wie viel ich reinkriege. Dann eine Traubenzuckerstange für dich. Und hey, ich habe uns besorgt Infomaterial. Da so, sogar eine urinfarbige Traubenzuckerstange. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Da wir ja immer keinen Empfang haben unterwegs. Und zwar ein Heftlein, wo die Etappen drin sind vom Heidschnuckenweg. Das ist gut. Und diesen Stempel Wanderpass als Motivation, den sie uns für hier gleich abgestempelt hat. Ja. So, ich werde jetzt als Morgenritual Koffein wiederherstellen. Koffein ist fertig. Richtig geil, in der Natur Koffein zu saufen. Und das schmeckt gut. So, jetzt werden Samyang-Nudeln für dich gemacht. Ja. Und diese ganzen Sachen, die willst du in diesen Karton packen und zu dir nach Hause schicken. Ja, die sind definitiv zu viel. Und was ist da alles drin? Also hier habe ich uns was zum Spielen eingepackt. Allein den Beutel, wenn du den schon mal anfasst, was das an Gewicht hat schon. Ja, schon ein Kilo. Das Fernglas, ja. Noch überhaupt gar nicht benutzt. Mein Schminktäschchen. Ne? Also unnötige Klamotten, die völlig verkehrt eingepackt sind. Hier ist so alles Mögliche drin, Krimskrams, Zeugs, was weg kann, was man nicht benutzt. Da habe ich mir welche jetzt von abgefüllt. Masken, Ladekabel, davon habe ich zweimal Spray mit, das brauche ich nicht zweimal. Ja. Gewicht. Handwärme. Allein die drei Handwärmer und das Duschbad schon zusammen ist übelst viel Gewicht. Hier ist noch eine Handyhalterung drin. Brauche ich nicht. Ja. Jawohl. Dann hast du ein weniger Gewicht danach. Ja, können wir mehr Kilometer machen. Ja. Ja. Noch mehr Füße kaputt machen. Ja. Jawohl. Ja. Achso, dein Wasser kocht. Angebrannte Samyang-Nudeln. Cool. Ich habe mir gerade ein Leberwurstbrot geschmiert. Das reicht mir zum Frühstücken, also mit Kaffee. So, die Sachen sind vollständig eingepackt. Und das Einpacken war so richtig geil gewesen, weil wir werden hier die ganze Zeit von Mücken zerstochen. Genau, deswegen war das so richtig geil gewesen. Und jetzt laufen wir zur nächsten, Post oder sowas, um diesen Paket zu liefern. Guck mal, ich möchte dir etwas zeigen. Ja, dann zeig mal. Und zwar hier vorne ist diese Landkarte. Mhm. Hier unten haben wir gestartet. Genau. Und hier sind wir schon. Ja. Das hier ist ungefähr die Mitte, sollte so ungefähr. Und da oben ist das Ziel. Ja. Das heißt, ja, keine Ahnung, wir haben vielleicht ein Drittel gemacht. So, wir haben die Post gefunden. Genau, hier vorne ist das. Hier vorne ist die Post. Jetzt kannst du das versenden. Endlich. An dich selbst nach Hause. Ja. Und das Beste ist, genau direkt hier gegenüber von dieser Post ist da drüben Nahkauf. Das ist ein Biergeschäft. Da werden wir gleich Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und wir haben gerade geschätzt, wie viele überflüssige Kilogramm sie dabei hatte, was sie jetzt zu sich nach Hause schickt.
Ich habe 8 Kilogramm gesagt und sie hat 6 Kilogramm gesagt. Und wer näher dran liegt, der bekommt ein Eis ausgegeben. Ich bin ganz gespannt darauf, wie viele Kilos das waren. Im letzten Teil habe ich euch gezeigt, dass meine Sonnenbrille kaputt gegangen ist. Oberi hat mir direkt nach Abschluss dieser Tour diese neue Sonnenbrille zukommen lassen. Der Lieferumfang beinhaltet eine Aufbewahrungsbeutel, worin sich die Sonnenbrille selbst befindet, und eine Bedienungsanleitung. Die Brille ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Ich habe glänzendes Schwarz-Grau gewählt und ich habe einen sehr stabilen Ersteindruck, als ob dieser wesentlich mehr aushält als meine alte zerbrochene Brille. Es sind gummierte Bügelenden für den rutschfesten Halt enthalten. Mit dem Tragekomfort und Aussehen bin ich ebenfalls zufrieden und die kratzfesten Gläser, die 100% der UV-Strahlen blockieren sollten, machen mir einen sehr klaren, scharfen und kontrastreichen Eindruck, die Details hervorheben. Link zur Sonnenbrille unten in der Beschreibung. Mit dem Code NATURURIN10 gibt es 10% Rabatt. Und denkt dran, vom 18.09. bis 24.09. erfolgt ein September-Sale, worin ihr noch mehr sparen könnt. Viel Spaß weiterhin mit dem Video. Und wie viel Kilogramm waren das? Also wir haben ja gesagt, der am dichtesten dran ist, gewinnt, und wer am weitesten weg ist, muss ein Eis spendieren, ne? Ja. Du hast gesagt? 8 Kilo. Und ich habe gesagt? 6 Kilo. Und es sind genau 5,1 Kilo. 5,1 Kilo. Das heißt, ich soll dich zum Eisessen einladen. Ja, mit Eis einladen. Das Ärgerliche ist, ne? Bis 5 Kilo hätte ich nur 6 Euro bezahlt. Ab 5 Kilo bezahlst du 10 Euro. Das ist ärgerlich. So, ich habe jetzt Bier. Natürlich Zeller Bier, weil das gibt es bei mir nicht. Deswegen. Traditioneller Art muss immer Zeller Bier gekauft werden. Und noch mehr Sachen. Unter anderem auch Eis. Genau, dieses Eis. Hier für dich, for you. Dankeschön. Dass du gewonnen hast. Wir werden gleich dieses Eis essen. So, jetzt Eisessen Start kommt. Erstmal ein Zeller Bier Pilz trinken. Gepros, der ist sogar gekühlt. Und ich habe regionales Leberwurst gekauft, was ich selber noch nie probiert habe. Ich bin ganz gespannt darauf, wie das schmeckt später auf unserem Brot drauf. Also Brot habe ich auch noch geholt. So, du möchtest deine dreckige Hose? Ja. Da drüben in der öffentlichen Toilette waschen. Genau. Genau. Weil, und ein paar Socken und einmal Unterwäsche werde ich schnell durchwaschen. Ja. Weil da ist ein Waschbecken. Ja. Es gibt warmes Wasser. Ich kann abschließen. Und dann kann ich schnell das einmal waschen. Wäsche waschen, leicht gemacht. Ich habe meinen Waschlappen als Stöpsel genommen quasi. Also Waschlappen nehmen, als Stöpsel nehmen, zack, und Wasser laufen lassen. Geil. Ja, so wird's gemacht. So haben wir wieder frische Socken und meine Unterwäsche muss ja nicht unbedingt füllen. Guck mal, wir haben hier den Heidschnuckenweg Wegweiser wieder gefunden. Genau, wir werden den jetzt folgen, nach Richtung Dahlak. Dann werden wir gleich wieder in die Heide reinkehren. Und die anstrengenden Strecken machen. Guck mal, was da alles fliegt, Alter. F-U-C-K-U, Alter. Da vorne fliegen ganz viele Mücken rum. Aber wenn wir die bezwungen haben, dann sind wir auf der Heide drauf. Und wir klettern dann einen Berg hoch. Oh, ganz schnell durch da. Ganz schnell. Das wird gleich so richtig zerstocherisch. So, wir haben wieder die Heide gefunden. Und wir laufen jetzt da lang und dann die ganze Heide hoch. Das ist so ein kleiner Hügel, den wir dann hochlaufen, und der steil. Oder nicht ganz steil, aber auf jeden Fall anstrengend für den Wagen. Ja, genau. Das wird gleich so richtig geil, aber anstrengend sein. Hier ist ganz viel Heide und so. Und da drin, da sind voll Fettspinnen und Mücken. Eidechsen und Mücken und sowas drin. Ja, boah, ist anstrengend, hier hochzulaufen. Ach, ganz schön. Hier vorne habe ich vor 2 Jahren Pause gemacht mit Nico. Und genau hier vorne lief dann eine Maus vorbei. Das haben wir gesehen. Hier vorne ist so ein Grasweg. Und wir werden hier die ganze Zeit von diesen Mücken verflucht. Die sind hier überall. Ja,
Hier vorne ist so ein richtig sandiger Weg. Das ist richtig scheiße für den Wagen, das hier da durchzuschieben. Hier ist alles vollkommen mit Sand. Das wird bestimmt Kilometer weit zu gehen. Ich bin ein Kaulquappen im Kopf, weil ich habe einen Schwanz dran. Also dieser sandige Weg, da ist total anstrengend und der ist voller Mücken. Hier sind überall Mücken, die uns zerstechen und so weiter. Das ist voll anstrengend. Guck mal, hier vorne ist wieder dieser Heidschnockenweg. Und 8 Kilometer ist die nächste Ortschaft, also Wietzendorf, wo wir durch werden laufen. Genau, und der führt genau nach der Richtung da lang. In diese Dunkelheit rein. Und wir kommen von dort. Und das war die ganze Zeit total sandig gewesen. Aber wir hoffen absolut, dass wenn wir da lang laufen, dass es da nicht mehr so sandig wird. Boah, das ist voll scheiße, den Wagen da durchzuschieben. Das war voll anstrengend gewesen. So, hier vorne ist so ein irgendwas Militärisches. Und genau, hier ist Betreten verboten. In diesen Wald rein. Das ist voll scheiße, weil wir wollen so langsam an einem Schlafplatz suchen gehen. Und das zwingt uns die ganze Zeit hier durch die Nacht, hier durch den Weg hier zu laufen. Wir müssen gleich Licht anmachen. Das ist voll versifft. Ja, es ist langsam dunkel geworden. Aber wir verfolgen jetzt diesen Heidschnuckenwegschild. Der führt nach da lang. Also da, wo die Dunkelheit eingekehrt ist. Und wir werden immer noch von Mücken zerstochen. Aber nicht mal so schlimm wie vorhin. Und da drüben sind Propeller, die hier Wind machen. Also die verschwenden hier Strom, damit die uns hier Wind herstellen. So, wir sind jetzt gerade diesen ganzen sandigen Weg gelaufen. Und da war so richtig anstrengend gewesen mit dem Wagen hier. Aber da drüben ist gleich Landstraße. Und ich glaube, bis zur nächsten Ortschaft ist nur noch Landstraße. Und genau, dann haben wir die nächste Ortschaft erreicht. Guck mal, wir kommen jetzt gerade aus Landkreis Celle raus. Und wir sind jetzt gerade in Landkreis Heidekreis angekommen. Jawohl. Bald ist die Hälfte geschafft. Das ist Landkreis Heidekreis. Das ist der nächste Landkreis, wo wir durch müssen. Durch Heidekreis. Das wird so richtig geil sein, durch Heidekreis durchzulaufen. Da ist die meiste Lüneburger Heide sogar. Guck mal, hier vorne sind Heidekartoffeln. Ohne Kartoffeln drin. Genau, das heißt, wir können heute keine Kartoffeln essen. Das ist voll scheiße. Guck mal, wir waren gerade in Redingen gewesen. Und jetzt laufen wir nach Wietzendorf. Jawohl. Ich spritz hier rum. Das gießt hier. Hier sind ganz viele Regentropfen, die vom Feld raus spritzen. Das ist richtig geil. So, wir machen ein ganz kleines Feuer an, um die Mücken zu vertreiben, damit wir nicht wie die letzten Nächte von den Mücken zerstochen werden. Genau. Das ist ein sehr kontrolliertes Feuer. Und genau. Wir sind irgendwo in irgendeinem Waldstück. Nächster Tag beginnt und hier waren ganz viele Scheißmücken, die uns zerstochen haben. Die sind so richtig nervig. Wir müssen weg. So sieht unser von Mücken beklagter Schlafplatz von dieser Perspektive aus. Ja, genau. Hier haben wir gepennt. Oh, scheiße. Der Stuhl hier ist kaputt. Dieser Band ist abgerissen. Das ist voll scheiße. Der geht komplett auseinander. Das ist voll... Der ist richtig kaputt. Ich brauche einen neuen Stuhl. Und dieser Hocker ist so Gold wert. Scheiße. Richtig widerlich. Das ist scheiße, dass er kaputt gegangen ist. So, die Sachen sind gepackt. Und wir laufen jetzt, wir verzichten jetzt auf Kaffee und holen den Kaffee im Wietzendorf nach, weil wir sind nur 1 Kilometer davon entfernt ungefähr. Genau, wir laufen jetzt nach Wietzendorf. Jetzt Wanderungsstart kommt. Und da drüben ist schon Wietzendorf. Wir haben Wietzendorf erreicht. Hier wird Koffein gesoffen, weil wir eine Bäckeria finden. Wir haben fast Amerika erreicht. Wir sind fast da. Jawohl.
Wir haben fast dieses Kontinent erreicht. Kriegt er ein neues Gesicht? Ja, in Amerika ist alles möglich. Hm. Oh, endlich ein Mülleimer gefunden. Jetzt kann dieser verfettigte Müllsack entleert werden. Der hat mich die ganze Zeit so richtig genervt auf dem Wagen und war voll schwer. So, wir haben Bier und nochmal Sachen eingekauft. Und jetzt werden wir erstmal ein Eis, ein Brötchen und ein Koffein essen. Ich glaube, mein Gesicht sieht schon besser aus. Der sieht immer besser aus. Das ist gekauftes Eis. Guter Kaffee. So, wir haben unseren ganzen Einkauf hier drin reingepackt. Und da drin. Aber das meiste ist da drin. Und wir laufen jetzt zum nächsten Dönerladen, um dort Döner oder sowas zu kaufen. Und danach laufen wir zum Südseecamp, damit wir dort unser Kopf reintunken können und Blubberblasen machen können. Im See, genau. Das wird richtig geil sein. Und heute ist richtig geiles Wetter. Ich mag diese Temperaturen. So, wir sind hier. Und da drüben ist ein Dönerladen. Da werden wir jetzt, da werde ich uns beide einen Döner kaufen gehen. Und hier spritzt das rum, gespritzt Wasser rum. Ich habe mich verschluckt. So, ich habe uns Döner gekauft. Bitte schön. So, jetzt Döner essen start kommt. Das ist voll groß, dieser Döner. So, der Döner, der war voll fett gewesen. Das war voll schwer gewesen, den runterzukriegen, weil er so fett war. Weil er so viel drauf war. Aber der war nicht schlecht gewesen. Also etwas besser wie Durchschnitt. Oh Mann. Ich will dich leiden sehen. Gemein. Jawohl. Du hast es geschafft. Ja. Selbstständig. Ja. Und jetzt laufen wir eine halbe Stunde bis zum Südseecamp. Und dann springen wir da rein und mit unserem Kopf drauf. Ja. Und Blubberblasen machen. Ja. Das wird gleich so richtig geil sein. Ja, auf jeden Fall. Ich bin die letzte Content-Kreatur und Kaulquappenkopf dazu. Ich bin ein Radieschengesicht. Und ich werde hier von einem Rollerfahrer belästigt. Oder beziehungsweise wir beide werden hier belästigt von Motorrollerfahrer. Guck mal, hier vorne ist eine Vollfettraupe. Prüfen, was da rauskommt, wenn der fertig ist. Ob Schmetterling oder Motte oder Fledermaus oder Vogel. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, was da rauskommt. Wenn der geöffnet ist, wenn der fertig ist, genau. Heute ist ein richtig geiles D3-Verschepperungswetter. Schwitz. Ich liebe dieses Wetter. Das ist ein richtig geiles Wetter. Die Sonne da vorne, die ist richtig geil. Ich mag das. So, das hier vorne, das ist Südseecamp. Wir werden da jetzt reingehen und dort eine Runde schwimmen gehen und so. Das wird gleich so richtig geil sein. Schön, schön im See rumschwimmen. Ja, mit Kopf reintunken und so. Oh ja, Mann. Geiles Wetter dafür. Jawohl, guck mal. Das da drüben, das ist dieser Südseecamp. Also mit dem See, wo wir gleich unser Kopf reintunken werden. Aber jetzt werden wir erstmal unser Lager aufbauen. So, wir müssen nach da hinten hin, wo die Bäume sind. Und da werden wir unser Lager aufbauen. Und wir dürfen bis 12 Uhr hier pennen. Und da müssen wir abgebaut haben. Das hat 23 Euro für... Also, nee, das hat 13 Euro pro Person gekostet. So, ich habe unser Schlafplatz hier fertig gemacht. Genau. Ich habe das hier so aufgespannt. Ja,
So sieht das aus. Und guck mal hier. Man kann den hier runter machen. Und dann hat man hier auch noch eine Wand. Und hier vorne stelle ich dann meinen Wagen hin. Und dann werden wir hier von den ganzen anderen Leuten hier in Ruhe gelassen. Von den Campingplatzleuten. Da können wir dort drin ganz in Ruhe pennen. Das hört sich gut an. Die Matratze ist so geil, ey. Ach Gott, ist die gut. Ach, ist die gut. So, wir haben gerade da drüben im Badesee geschwommen. Und es fängt langsam an zu regnen. Das ist voll scheiße. Also das sieht man auf der Kamera nicht, aber es nieselt gerade. Und das sieht so aus, als wenn gleich noch mehr Regen kommt. Noch stärker und so. Das heißt, ich werde jetzt den hier mit meinem urinfarbigen Regenschutz genau da drüber machen. Und dann den da ranstellen, genau. Und dann verstecken wir uns im Tarp. Jawohl, ich habe das hier so gemacht. Beziehungsweise das hier, das ist mein urinfarbiger Regenponcho. Also ein ganz billiger urinfarbiger Regenponcho. Und das hier, der hier geht über die ganze Sackkarre. Der hier, der ist gift-urinfarbig. Also der Regenschutz, der über meinen ganzen Wagen rüber geht. Aber hier hat Wäsche gehangen und so. Deswegen habe ich den hier auch noch benutzt. Diesen urinfarbigen Regenponcho. Und meine Unterhose hängt hier oben drauf. Zum Trocknen, weil ich bin damit ja reingegangen. Beim Schwimmen. Und hier liegt immer noch mein kaputter Stuhl. Das ist sehr, sehr schade, dass der kaputt gegangen ist. Ich brauche unbedingt einen neuen Stuhl. Also einen neuen Hocker. Der genau diese Größe hat. Das ist voll scheiße, dass der kaputt gegangen ist. Hier geht's zum vierten Teil, falls dieser bereits schon veröffentlicht sein sollte. Und hier geht's zu einer geisteskranken Tour mit It's Nico am Bodensee. Da sind wir mit Nahverkehr durch ganz Deutschland gefahren. Das solltet ihr euch unbedingt geben.